Im heutigen Roblox Adopt Me Video machen wir das neue limitierte Lamm Neon. Und Leute, ihr werdet nie erraten, was passieren wird. Vergesst nicht, den dicken, fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos und Verlosungen mehr von mir zu verpassen. Und wenn ihr ein Lamm gewinnen wollt, dann schaut unbedingt bei dem Video im i vorbei, denn da verlos ich 3 Stück. Emma und Gemma. Aber ich wollte jetzt weiter singen, aber ich bin leider nicht so krass. Okay. Emma und Gemma verliefen sich im Wald. Aber es sollte doch was Schönes werden. Hallo, Entschuldigung, verliefen sich im Wald. Ja, es tut mir leid. Also, ich weiß nicht. Also, weil es ist halt die gleiche Melodie, weißt du? Okay, sind wir ready? Weil sonst müssen wir, sind wir gleich stehen. Eckhand, warte, warte, wuhu! Jetzt warte, rein. Right. Aua. Aua, aua, Fräulein! Was macht ihr denn da? Du hast uns umgerannt! Ich hab gar nicht, nein, ich hab euch nicht, ich bin an euch vorbeigegangen. Mhm, das behaupten sie alle. Ist einfach frech. Ich hab 1500 Eggs. Ich habe eben alles aufgekauft, ich habe keine Eggs. Ja, schade. Dann habe ich quasi gewonnen, es ist schade. Also, ne? Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me mit der Lilo. Oh. Also, das hat sich so angehört. Oh. Hallo, vor so mit H vorne. Hallo? Ja, also mit das H, das war nicht drauf. Leider. Na toll. Aber ich hab's ja nochmal gesagt. Ja, 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 das war besser. Also auch nicht gut, aber besser. Das auch nicht gut. Ach Mann. Immer wird mir vorgeworfen, ich könnte hier nicht sprechen. Also du musst einfach dein Hallo irgendwie so ein bisschen mehr betonen, weißt du? Nein, doch. Mein Hallo, mehr so enthusiastisch. So. Ja. Hallo. Ja, ja, oder so. Hallo. Weißt du, so. Okay. Ja, weißt aber du? Das hört sich immer so komisch, immer so, hä? Ja, ja, das hört sich dann ein bisschen, als wenn du ne, so ein bisschen komisch atmest. Aber ich meine, ne, irgendwas ist halt immer. Wir machen heute die Gemma Neon! Okay. Juhu! Wir sind mega begeistert und sind... Okay, ich gebe es zu, Leute. Ich habe ein bisschen Angst. Und wisst ihr, warum ich ein bisschen Angst habe? Weil ich so sehr hoffe, dass ich Gemma so sehr lieben werde in Neon. Und wenn sie mir nicht in Neon gefällt, bin ich mega enttäuscht. Lilo, was sagst du dazu? Ich sehe das tatsächlich ähnlich, weil wir haben die so gerne gelevelt, die Gemma. Und wenn sie jetzt aber in Neon nicht schön ist, das wäre voll traurig. Ja. Und wir haben sie noch nicht gesehen. Wir haben sie noch nicht gesehen, aber bevor wir jetzt die Gemma Neon machen, müssen wir leider Gottes... Es tut uns auch echt leid und so. Aber ich habe jetzt in der Vergangenheit oft Pets von der Brücke geschmissen alleine. Und Lilo meinte, wir haben das schon lange nicht mehr gemeinsam gemacht. Und deswegen müssen wir jetzt Gemma und Emma von der Brücke schmeißen. Lilo, bist du bereit mit einem Counter von 3 bis 1? Nein, machst du den Counter? Und die Lilo so, was? Das hat mich überfordert. Können wir sie einfach runterwerfen? Nein, wir müssen es gemeinsam machen. Ja, dann mach uns den Counter. Okay, ich sag 3, 2, 1 und dann go und bei go schmeißen wir, okay? Ja, okay. Okay, jetzt habe ich Angst, dass ich das verkacke. Okay, 3, 2, 1, go! Yay! Emma, die arme Emma hängt nur leider fest. Okay, jetzt. Das war super. Emma, möchtest du nochmal? Das war lustig, oder? Whoop! Okay. Dir ist klar, dass wir die Rabeneltern 221 sind, oder? Was gibt jetzt Neues? Das waren wir schon immer, oder? Aber ich glaube, hat Gemma Spaß? Ich glaube ja. Guck mal. Guck mal, wie sie hüpft. Man hüpft auch, wenn man Spaß hat, oder? Ja, ich finde auch. Also guck mal. Also sie ist richtig begeistert, hätte ich gesagt. Okay, dann nehmen wir sie in die Hand und bist du bereit, jetzt selber runterzuspringen? Warte, aus der Ego-Perspektive quasi. Warte. Bist du auch in der Ego-Perspektive? Bin ich. Kann losgehen. Okay. Und 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, das ist mega gut. Hilfe. Oh, hier ist ein Ei. Ich bin vielleicht ein bisschen lost. Hilfe. Also mit Ego-Perspektive bin ich vielleicht ein bisschen lost. Warte, ich schaff's. Habe ich das Ei? Ja, ich hab das Ei. Ich möchte nichts sagen, aber Emma ist eingeschlafen.
Gemma auch. Oh, es war okay. Es war vielleicht auch ein bisschen anstrengend, dass wir sie von der Brücke runtergeschmissen haben. Ist schade. Die Armen, ey. Oh, warte, ich muss noch ganz kurz mich wieder draufsetzen und sie dann reinstellen. Die erste Gemma steht schon. Jetzt hätte ich bei der Emma gesagt. Puh. Lilo, was glaubst du, wie sie Neon aussieht? Erzähl mal. Ich glaube, dass im Prinzip das weiße Fell, Wolle, wie auch immer, neonfarben wird. Glaub auch. Welche Farbe? Ich würde mir was wünschen, was so ein bisschen zu den Pastelltönen von dem Osterevent passt. Also was nicht so knallig ist, also kein Rot oder so zum Beispiel. Ich hätte gerne rosa. Ja, rosa würde gut passen. Ich hätte gerne rosa. Ich hätte gerne rosa und was ich gerne hätte, ist, dass die Füßchen noch mit Neon werden. Das wäre süß. Das wäre wirklich mega süß. Das würde ich mir wünschen, dass die Füßchen und die Wolle Neon wird. Und wenn die Füßchen nicht mit Neon werden, dann muss die kleine Gemma halt weiter Schuhe tragen. Ja, ich, das geht mir auch. Ich hoffe, in der Farbe, wie sie Neon ist, kriege ich das hin. Okay, Lilo, bist du ready? Ja, ja, ja. Jetzt ist mein Lamm weg. Wartet, hier. Full Grown Lamb. 3, 2, 1. Gemma werde Neon. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ach du grüne Neun. Oha, warum ist sie denn was? Sie ist grün. Aber ich finde das Grün tatsächlich, also ich hätte Rosa schöner gefunden, aber ich finde Grün nicht so schlimm. Das hört sich fast begeistert an, was du da so von dir gibst. Sie ist grün. Aber sonst hatten wir recht, guck mal. Die Füßchen nicht, aber... Hm. Setz dich mal drauf, bitte. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie findet ihr die kleine Gemma? Ich hätte gesagt, Mega-Neon-Mission startet jetzt sofort. Lilo! Quasi gestern. Hä, warum kann ich sie denn jetzt nicht Gemma nennen? Eine Ewigkeit später. Dann sind wir zurück, denn ich habe ganz kurz mein Pet ein bisschen versorgt, denn sie war stinkig und krank. Von daher, Leute, ich kann sie aus irgendwelchen Gründen nicht Gemma nennen. Ich weiß nicht, ob das einfach nur irgendein Bug ist oder so. Aber ich kann mein Pet nicht mehr Gemma nennen. Von daher habe ich sie jetzt einfach lamm gelassen, weil ich werde mich mal neu einloggen und gucken, ob es am iPad funktioniert. Was wir aber jetzt noch machen müssen, ich meine, ich hatte mich irgendwie auf rosa eingeschossen. Das heißt, meine Gemma hatte ein komplett rosanes Outfit an. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das rosane Outfit so gut aussieht auf dem Grün. Und deswegen müssen wir jetzt mal gucken, ob wir irgendwas Neues nehmen oder nicht. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir irgendwas überhaupt irgendwas haben. 1:37 später. Hm. Was sagt ihr zu dem Outfit? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wartet, ich muss mal aufhören zu reiten. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Leute. Da ist sie quasi so ein bisschen im Gelbstil. Oder wir ziehen ihr eben das Gelbe an, das ich bekommen habe, hier die Chick. Das könnten wir auch machen. Guck mal, was sagst du dazu? Ich glaube, ich würde das Gelbe so lassen, weil das Gelb und Grün passt noch ganz gut zusammen. Ja, und ihr Outfit kann sie ja wieder bekommen, sobald sie mega Neon ist. Ja, genau. Weil im Moment hätte ich gesagt, passt Rosa nicht 100%. Aber ihr könnt mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das rosane Outfit trotzdem auf ihr feiern würdet. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie findet ihr meine kleine Gemma? Findet ihr sie schön, so wie sie ist in Neon? Oder hättet ihr euch eine andere Farbe oder komplett anderes Neon gewünscht? Mir persönlich gefällt es leider nicht. Ist natürlich ein bisschen schade, aber Leute, ich wollte ja eh eine Mega-Neon-Gemma machen. Von daher ist die Mega-Neon-Mission gestartet. Ich möchte natürlich auch noch Bruce Mega-Neon machen. Wir haben viel zu tun die nächsten Tage. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lilo, danke fürs Mitmachen. Lasst ja sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus! Tschüss!